Ich begrüße Sie zu Der Tag auf Ländle TV. Am vergangenen Samstag war es endlich soweit. Nach Corona-bedingten Absagen und Verschiebungen konnte der 14. Lehrlingsball endlich über die Bühne gehen. Konkret über die Werkstattbühne im Festspielhaus in Bregenz. Bei für einen Ball ungewöhnlich milden Temperaturen feierten die Gäste eine rauschende Ballnacht. Samstagabend, Festspielhaus Bregenz. Der 14. Lehrlingsball der Wirtschaftskammer Vorarlberg ging über die Bühne. Die rund 3000 Ballgäste fanden ein unterhaltsames Showprogramm und unterschiedliche Locations vor. Vom Dancefloor über die Lounge bis hin zur Ü30 Piano Bar war bestimmt für jede Besucherin und jeden Besucher was dabei. Die Organisatoren zeigten sich froh, dass der Ball endlich stattfinden konnte. Es war jetzt doch eine sehr lange Zeit. 2020 konnten wir zwar Lehrlingsball on Tour machen, da haben wir den ausgezeichneten Lehrlingen ihre Awards nach Hause gebracht, beziehungsweise in ihre Ausbildungsunternehmen. 2021 war dann kurzfristig ein Lockdown, wir mussten den Ball verschieben auf Frühjahr 22 und es ist eine riesengroße Freude, dass wir diesen Ball hier heute durchführen können, um die Leistungen der Lehrabsolventinnen und Absolventen so richtig gebührend zu feiern im Rahmen einer rauschenden Ballnacht. Wie wichtig die Lehre und der Ball als Anerkennung für die gebrachten Leistungen ist, wurde von allen Seiten unterstrichen. Die Veranstaltung ist sehr wichtig, um zu zeigen, wie wertgeschätzt unsere Lehrlinge und auch unsere Betriebe, die die Lehrlinge ausbilden, sind. Die Lehrlinge, die Lehrausbildung in Vorarlberg ist ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein, ein ganz, ganz wichtiger Baustein in unserer Bildungslandschaft. Wie gesagt, es sind über die Hälfte der jungen Menschen, die eine Lehre machen und sich nicht für eine andere weiterführende Schule entscheiden. Und die machen das Richtige, weil ich weiß, dass sie einerseits eine hervorragende Ausbildung bekommen. Da sind die Betriebe maßgeblich auch verantwortlich dafür und die machen das wirklich hervorragend. Und andererseits brauchen wir auch, wir brauchen im Land Vorarlberg diese Facharbeiter, wir brauchen sie dringend, weil unser Standort Vorarlberg lebt von jungen, gut ausgebildeten Menschen. Wir möchten die offizielle Gratulation seitens der Landesregierung überbringen. Die Lehrlinge haben eine ausgezeichnete Berufsausbildung. Über die Hälfte der jungen Menschen in Vorarlberg absolviert eine Lehre. Und wir sind heute einfach nur da, um zu gratulieren. Und als Gesundheitslandesrätin freue ich mich natürlich auch, wir sprechen ja bei der Gesundheit von der Bio-, Psycho- und sozialen Gesundheit. Das heißt, es braucht das Soziale, es braucht das Miteinander mit Freundinnen, mit Freunden, mit Familie, wieder mal etwas zusammensetzen, Zeit verbringen, feiern. Und dazu wünsche ich allen heute viel Vergnügen. Unter dem Motto Back to 90s feierten die Ballgäste ausgelassen die Erfolge der an dem Abend ausgezeichneten Lehrlinge. Das Motto weckt bei manchen Gästen Erinnerungen. Und die 90er waren noch die Zeit meines Studiums und dann die Zeit des ersten Jobs. Also es war so ein bisschen das Loslösen und quasi zum ersten Mal selber Geld verdienen, die eigene Wohnung. Ich habe dann auch bald meinen Mann kennengelernt. Ich bin gleich nach Vorarlberg gezogen und habe hier geheiratet. Also die 90s, die haben es echt in sich gehabt für mich. Aber sehr bewährt. Ende Mai ist nicht unbedingt Ballsaison. Dennoch war es für die Gäste eine willkommene Abwechslung, in der warmen Jahreszeit einen Ball zu feiern. Wunderbar, ich sehe hinaus ins Grüne, in Sonnenschein, da freue ich mich sehr. Und das hat Corona auch möglich gemacht, sage ich jetzt mal, dass die Bälle auch jetzt im Mai gefeiert werden. Im Prinzip wunderbar, von mir aus könnte man es so lassen. Die eigentlichen Protagonisten des Abends, die Lehrlinge, waren froh und dankbar über die Austragung des Balls. Liegen doch Jahre der Ausbildung und Prüfungen hinter ihnen. Ja, ich freue mich am meisten, dass ich wieder alle meine Freunde trifft vor der Lehre oder vor der Berufsschule und dass wir zusammen jetzt endlich das feiern können, was wir erreicht haben, und zwar die Lehre abgeschlossen. Das ist einfach ein gutes Gefühl. Ich habe vor eineinhalb Jahren Lehrabschlussprüfung gehabt, auch wegen der Firma, und dass es endlich wieder stattfindet durch Corona und alles. Also ich freue mich eigentlich am meisten auf die Leute eigentlich wieder einmal zum Sachen nach der schwierige Zeit, die wir gehabt haben. Und jetzt ist eigentlich wirklich schön, wieder einmal auf den Ball zu gehen und die ganze Lehrung wieder mal Sachen, mit dem man einen Abschluss gemacht hat. Ich freue mich wieder mal auf die Show, was es die zwei Jahre aber nicht mehr gegeben hat. Und deswegen haben wir gedacht, ich nehme ein paar Sekt mit und haben einen gehörigen Spaß. Freut mich am meisten aufs Bier und auf die ganze Erfrischung da. Wir wissen zwar noch nicht, was passiert, aber es wird sehr cool. Ich werde die Leute mal wieder sagen, dass man wieder zusammenkommt. Ich freue mich einfach auf alle Leute wieder mal zum Sachen und einfach einen schönen Abend zum haben. Was verbinden wir mit den 90er Jahren? Meine Frisur.
extra heute schneiden für Back to the 90s Party. Haben wir gedacht, ich muss mal einen knackigen Heckspoiler schneiden. Und jetzt heisst es, aber ist ja Abendgarderobe, da haben wir gedacht, ich mache den Heckspoiler. Ist voll geil, also Respekt. Extra 2 Jahre wachsen lassen dafür. Nach dem offiziellen Programm mit Show-Einlagen von Lehrlingen und dem Highlight des Abends, dem Live-Auftritt der 90er-Ikone Hathaway, wurde noch bis spät in die Nacht gefeiert. Das fand dann allerdings abseits der Kameras statt. Was für eine Party! Hoffentlich auch Partystimmung gibt es kommende Saison bei der VEO in Feldkirch. Sie werden künftig in der Eishockey League spielen. In der Montfortstadt wird ab kommender Saison wieder Spitzen-Eishockey gespielt. Das gaben die Verantwortlichen am Montagmittag bei einer Pressekonferenz bekannt. Auch der neue Name wurde enthüllt. Ab Herbst spielen in der Vorarlberghalle die Pioneers Vorarlberg. Eine Vision für Stadt und Land, wie Landesrätin Martina Rüscher verdeutlicht. Ich darf euch ganz herzlich dazu gratulieren. Wir freuen uns insbesondere, dass Vorarlberg weiter in der ersten Liga vertreten ist. Das heißt, wir hoffen auf eine volle Halle, auf viele Fans aus ganz Vorarlberg. Und was uns dabei besonders am Herzen liegt, das ist, dass wir mit diesem Team, mit diesem Vorarlberger Team, auch einen großen Schritt setzen mittelfristig, dass wir die Nachwuchsarbeit in Vorarlberg auch konzentrieren und bündeln. Das Logo und der Name stehen schon fest. Doch die Pioneers werden sich auch auf einigen Positionen verändern, so auch auf dem Trainerposten. Michael Lampert wird sportlicher Leiter, ein neuer Übungsleiter soll schon bald vorgestellt werden. Für Präsident Piet Gleim ist allerdings für die Anfangsmonate noch etwas Zurückhaltung angesagt. Das heißt, wir bitten alle auch um Geduld. Wir haben einen klaren Weg, eine klare Vision, was das Erstligageschäft betrifft. Wir wollen mit einem jungen Team starten, wir wollen ein junges Team aufbauen und diesen Weg werden wir gehen. Das heißt, keiner muss erwarten, dass wir die ersten 2-3 Jahre da oben mitspielen. Anders sieht das Michael Lampert, der sich eine kleine Kampfansage Richtung Ligafeld dann doch nicht verkneifen kann. Natürlich wissen wir, dass es schwierig wird und herausfordernd die Saison und dass wir natürlich unser Ziel, das Erreichen des Playoff, sie muss oder nur noch kann, aber das wäre mager und werden wir mit vollem Nachdruck versuchen zu beweisen. Eine Vision für Stadt und Land. Mit Kevin Maciejczynski aus Dornbirn, Alexander Pallestrang aus Salzburg und Patrick Spanring nimmt der Kader schon etwas Gestalt an. Man darf gespannt sein, wohin diese Pionierarbeit im Ländle führt. Das war's für heute. Im Anschluss sehen Sie noch das Kachelmann-Wetter für die kommenden Tage. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. 18.50 Uhr, der Tag auf Ländle TV. Bis dahin, machen Sie's gut. Am Dienstag scheint zunächst die Sonne und es gibt nur wenige hohe Wolken. Vormittags nimmt die Bewölkung langsam zu und im Laufe des Nachmittags kommt von der Schweiz her Regen auf, der teils gewitterig durchsetzt sein kann. Die Temperaturen steigen auf 16 Grad im Bregenzer Wald und bis auf 23 Grad im Rheintal. Am Mittwoch geht es mit Sonne und durchziehenden, teils dichteren Wolkenfeldern weiter. Erst abends können von der Schweiz her Schauer durchziehen, bis 23 Grad. Am Donnerstag geht es mit Schauern oder Gewittern durch den Tag und zwischendurch scheint vor allem nachmittags die Sonne. Höchstwerte bis zu 23 Grad. Am Freitag wird es schwül warm mit bis zu 28 Grad und nachmittags kommen Gewitter auf.